Eine Verliererin des Jahres ist die SPD. Klar, es war ja auch ein Wahljahr. Jetzt ist die SPD in einer misslichen Situation. Seit heute wird ja geredet, ob man Sondierungsgespräche aufnehmen soll, ob man Koalitionsgespräche aufnehmen soll. Große Teile der Partei stehen einer GroKo eher skeptisch gegenüber, zum Beispiel die Jusos. Wir bleiben dabei, die NRW-Jusos mit den Arschlöchern der CDU koalieren müssen. Nie wieder GroKo, schalalalala. Es sind manchmal die subtilen Untertöne, an denen man es merkt, dass die Große Koalition nicht ganz so beliebt ist in der SPD. Auch bei Ralf Stegner gehen beim bloßen Gedanken an eine GroKo direkt die Mundwinkel runter, also noch weiter runter. Die Große Koalition ist in der SPD so beliebt wie Fußpilz. Das will keiner. So beliebt wie Fußpilz. Dann der Blick von Ole von Beust. Oh. Da hat wahrscheinlich er als CDUler schon Kontakt aufgenommen mit Willy Brandt und hat ihn gefragt, ist das doch deine SPD? Nein. Ja, aber es ist die alte SPD, die natürlich leidet für Deutschland. Und am Ende wird die SPD sich auch wieder breitschlagen lassen. Das ist letztlich historisch eine Reihe. August Bebel wegen Deutschland im Gefängnis. Willy Brandt und Herbert Wehner wegen Deutschland im Exil. Ralf Stegner wegen Deutschland Fußpilz. Ne? Jetzt hat sich die SPD ein neues Modell ausgedacht, um aus diesem Dilemma herauszukommen, die KoKo. Kooperationskoalition. Ob das ein geeignetes Modell ist für die Sozen, ich weiß nicht. Kooperationskoalition. Nach 3 Bier kann man das Wort gar nicht mehr unfallfrei aussprechen. Kooperationskoalition. Das Ganze soll so laufen, es werden nur wenige Details im Koalitionsvertrag beschlossen. Für alles andere will sich die SPD im Bundestag dann immer wieder neue Mehrheiten organisieren. Sie wäre also auch wieder ein kleines Stückchen Opposition. Ich weiß gar nicht, woher dieser naive Glaube kommt, dass die SPD sich in der Opposition automatisch erholt. Das ist doch gar nicht so. Als die SPD das letzte Mal in der Opposition war, hat sie sich nicht erholt. Sie ist mit einem Kanzlerkandidaten Steinbrück 2013 grandios baden gegangen. Ich glaube, die SPD müsste in einer großen Koalition hart verhandeln, wieder ihre Themen durchsetzen, hat beim letzten Mal auch ganz gut geklappt, und darauf auch ruhig mal stolz sein und natürlich die allerbesten Leute nach vorne schicken. Aber die SPD wird gebraucht. Becci, sage ich dazu nur. Und das wird ganz schön teuer. Becci, sage ich dazu nur. Meine Fresse. Es ist eine Frau von 47 Jahren und sie redet wie eine Elfjährige, die auf dem Schulhof ihrer größten Feindin gerade Kaugummi in die Haare geschmiert hat. Becci! Können Sie sich erinnern, liebe Zuschauer, an Herbert Wehners berühmtes Boom-Schakalaka? Nein, an Willy Brandts Piep, 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 mehr Demokratie wagen? Oder an Helmut Schmidts Huber-Buber-Motherfucker? Nein! Daran kann sich kein Mensch erinnern, aus gutem Grund. Diese Sätze gab es nicht!